Hallo und herzlich willkommen zurück zur nun schon 10. Folge der Ultimate Iron Man Challenge Pokémon Heart Gold. Und ja, letzte Folge haben wir die zweite Arena geschafft und heute geht's ab in den Steineichenwald. Und wir trainieren ein bisschen unser Staralili. Bin dann auch mal gespannt, ob wir... Ne, wobei die Pokémon hier sind nicht auf so einem hohen Level, also ich glaube fast nicht, dass wir hier einen Encounter finden. Und werden dann einfach wieder eins der... Baum-Encounter-Pokémon besiegen. Aber wir können mal schauen, was es so gibt. Quapsel. Ja. Quapsel ist schon mal raus. Erstens viel zu schwach. Level 5. Und wir brauchen jetzt zwingend ein Entwicklungs-Item. Entweder den Kingstein oder den Wasserstein. So. Ja, genau. Jetzt müssen wir erstmal das Porenta finden. Um an den Zerschneider ranzukommen. Ja, ja, ja. Okay, ja, kriege ich hin. Oh, ich hasse es immer, dieses Porenta zu jagen. Okay, hier sind auf jeden Fall auch einige versteckte Items in dem Wald. Ich hoffe, da bekommen wir ein bisschen was Gutes zusammen. Achso, wenn ich auf den Ast trete, dann erschrecke ich es. Okay, hier haben wir schon mal ein normales Item, was einfach so rumliegt. Eine Riesenperle, geil, Geld, sonst nichts, super. Weil wir das auch so unbedingt brauchen. What? Hä, das war doch gerade noch da vorne. Wieso war es gerade noch da vorne? Okay. Okay, ja. Check ich jetzt nicht ganz. Tragosso gibt's hier. Wir haben Knogger schon verschmäht, dann werden wir Tragosso erst recht verschmähen. Ist auch nur Level 6, okay. Ja gut. Wird sehr wahrscheinlich auf einen Baum-Encounter hinauslaufen. Okay, hier. Oh. Oh, ein legendäres Pokémon. Oh, Kyogre, okay. Damit haben wir geklärt, womit wir unsere XP hier drin holen. Alter, die Musik ist halt so genial. Die Musik von Kyogre ist so genial. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum wieder 5 Pokébälle und zu sehen sind, ich habe Sengo wieder in das Team gepackt. Och, eine Yonago-Beere, das ist doch auch... Ja, wobei, die füllt AP, glaube ich, auf, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, verdammt, da hätten wir jetzt von der anderen Seite kommen müssen. Glaube ich. Dreht es sich da. Okay, nee, dreht sich nicht um. Wo rennt es jetzt hin? Wenn wir von hier kommen. Ah, dann. Schauen wir es wieder von vorne an. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Ja. Das Porenta. Wie genau funktioniert das nochmal? Wenn wir jetzt von hier kommen? Nee, da sind halt wieder welche. Das ist doch Schmarrn. Jetzt rennt es halt wieder nach oben. Ja. Und wo rennt es jetzt hin? Rennt es nach unten. Okay, gut. Ja. Okay, Moment, Moment. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob der funktioniert und ob der so sinnvoll ist, aber ich habe einen Plan. Immerhin ist unser Staralili schnell genug, um vor allem zu fliehen. Okay, wenn wir jetzt hier drauf gehen, ja. Wenn wir jetzt wieder nach oben gehen, ändert es die Richtung oder nicht? Okay, es ändert nicht die Richtung. Das heißt, wir treffen es von der Seite. Ich weiß auch nicht, ob das zählt. Aber ich hoffe einfach mal, dass das reicht. So. Quapsel, hau ab. Okay, es scheint nicht zu reichen. Ja gut. Das heißt, wenn wir jetzt von oben kommen, was passiert dann? Dann läuft es einfach dahin zurück. Okay, wahrscheinlich müssen wir es jetzt von hier nach oben locken und dann haben wir die Möglichkeit. Aber, okay. Wir müssen es drehen. Dreht es sich, wenn wir... Ja, es dreht sich. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir hier außen rumlaufen und jetzt erwischen wir es von hinten. Okay, ich hab's. Das heißt... Okay, perfekt. Perfekt. Ja, sehr schön, genau. Ach so, ich muss zwei... Ah, okay, dann war das kein Bug, dass ich... Okay, dann sind es tatsächlich zwei. Okay, aber jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Okay, okay. Ja, das war das Schwierigere bestimmt. Erste ist viel leichter.
Ja, ich habe auch noch nicht genau zugehört, wie das zu funktionieren hat. So, jetzt dreht es sich. Genau. Jetzt können wir direkt eigentlich davon hinten ran, wenn wir hier einmal aus. Ja, okay, das ist ja komplett free. Das ist ja komplett free. So, nochmal ein Quaps. Okay, Kyogre scheint ja das seltene Pokémon zu sein. Ist dann später nervig für mich, wenn ich es auf dem höchsten Level suche. Okay, da ist es schon mal wieder. Da ist es schon mal wieder. Die Musik ist halt so genial. Level 6, ja, ich glaube, recht viel höher wird es auch nicht, aber das recherchiere ich dann später nochmal. So, so, so. Ja, und Flucht. Gut. Und von hinten erwischt. Sehr schön. Damit habe ich beide Porenta gefangen. Okay, jetzt bekommen wir den Zerschneider. Da muss ich dann auf jeden Fall auch nochmal. Nein, ich muss gar nicht zurücklaufen. Ich hole mir das Item dann später einfach, wenn wir das Mogelbaum wegbekommen haben. Okay, ja gut. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, die Holzkohle zu holen. Die ist wichtig für unser Fukano. So, ja, genau. Ich habe den Orden. Ja. Okay, ja, passt alles. Das heißt, wir bringen unserem Sengo, den Zerschneider, bei. Ja. So, Sengo. Er lernt den Zerschneider. Sehr schön. Gut, und dann gehen wir in das Haus von denen. Ach, schon wieder Kyogre. Ja, komm. Jetzt weiß ich doch Bescheid mittlerweile. Level 6. Level 6 ist das gute Kyogre. Ja, komm. Weiter geht's. Will hier ein Stück vorankommen. Ein kleines Stück vor. Oh, oh Gott. Das waren zwei Schritte. Zwei Schritte. Ich darf hier einfach nicht durchlaufen. Ich hasse Wälder und Höhlen in Pokémon-Spielen und vor allem Wasserrouten. Ganz, ganz schlimm. Ich sollte mir vielleicht mal Schutz kaufen. Wäre vielleicht eine Option, um damit klarzukommen. So, sind jetzt schon hier zurück in ihrem Haus. Ich hoffe es mal. Ja, da sind jetzt zwei Leute. Holzkohle, sehr schön. Ja, perfekt. Die möchten wir haben. Die Holzkohle, die ist wichtig für unser Fukano. Aha, okay. Gibt er uns auch noch irgendwas? Nee, wir sollen bei ihm in die Lehre gehen. Darauf habe ich jetzt keine Lust, muss ich ganz persönlich sagen. Aber ich habe große Lust, die Holzkohle an unser Fukano zu geben. Blendpuder dürfen wir auch nicht vergessen, das ist auch ein super gutes Item. So. Metronom hat es. Okay, ja, stimmt. Die Holzkohle ist, glaube ich, ein bisschen besser. Weil die Glut von vornherein dann stärker ist und ist ja eher ein spezielles Fukano mit einem ruhigen Wesen als ein physisches. So, weiter geht's im Steineichenwald. Wobei es halt auch noch ewig dauert, bis es Flammenwurf erlernt. Also es dauert wirklich noch sehr lange. Gut, Quapsel brauchen wir nicht. Quapsel brauchen wir nicht. Hier drin sollten auch gar keine Trainer sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ein bisschen schade, die XP würde ich schon gerne mitnehmen. Vor allem, wenn man die halt hier so free mitbekommt. So, da haben wir den Zerschneider. Okay, hier ist der Schrein für Celebi. Gut, hier müsste das nächste Item sein. Irgendwo. Da, Riesenpilz. Oh Gott, schon wieder nur Geld. Ja, da unten ist noch ein normales Item. Rosenrauch, das bringt uns, glaube ich, auch nichts. Oh, Pflanzenattacken verstärkt, geil. Mir zwei Items, die Pflanzenattacken verstärken. So, das hier oben sieht auch so aus, als wäre da noch ein versteckt. Ja, laufen noch länger gegen den Baum. Hier ist doch bestimmt auch noch ein Item. Da. Kiroya-Beere. Oh, das müsste die Anti-Eis-Beere sein. Die hilft uns jetzt auch nicht so sehr weiter. Der da unten gibt uns die Kopfnuss. Moment, wie kommen wir da hin? Achso, müssen wir einmal komplett außenrum noch laufen. Okay. Den haben wir da. Okay, da haben wir wieder Kyogre. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es nur auf Level 6 sein kann.
Aber ich will es auch nicht zu vorlig sein. Weil das hier sind schon, das ist schon ein Unterschied an XP. Ob das jetzt Level 6 oder Level 7 ist und das will ich nicht verschwenden. Gut, hier müsste auch noch irgendwo ein Item sein. Die Frage ist, wo genau war das? War das hier? Nein, da war es nicht. Da, ein Fluchtseil, oh Gott. Unser Item-Pech wird, glaube ich, noch ganz lange bestehen bleiben. So. Genau. Ja, zeig uns mal, wie die Kopfnuss funktioniert. Und da überlege ich gar nicht lange. Also die bekommt halt safe Starra Lily. Okay, nochmal Kyogre. Nochmal das Kyogre. Ist schon geile Musik. Also kann man nichts dagegen sagen. Ist schon sehr, sehr geile Musik. Genau, was du tust, ja. Ja, genau. Ach so! Er bringt es jedem bei. Das ist keine TM. Oh nein, dann funktioniert es halt auch nicht. Oh nein. Oh, dann funktioniert es gar nicht so. Ich dachte, wir bekommen einfach die TM. Ja, jetzt... Also so können halt nur Pokémon das wirklich erlernen, die auch Kopfnuss erlernen können. Oh verdammt, ganz schlecht. Ja, Gut, dann keine Kopfnuss für Starra Lily. Das macht's dann halt nochmal deutlich schwieriger. Die Kopfnuss hätte ich schon gern genommen. Ja. Ja, ja. Okay, wo läuft Starra Lily jetzt hin? Ja, Starra Lily zeigt dir den Weg. Okay, ja. Okay. Hoffentlich gibt die uns wenigstens mal irgendwas. Ja, komm zurück, Starra Lily. Wir haben hier noch was zu tun. Wir haben hier noch was zu tun. Du, oh, das nächste Fossil. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe echt kein Glück mit den Items. Puh, jetzt brauche ich halt so langsam mal wieder Tränke. Wir haben jetzt so viele Tränke verbraten. Ganz schwierig. Hier ist halt safe auch noch irgendwo ein Item, aber das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Das muss ich dann gleich schauen. Da unten an das Item. Kommen wir da ran? Doch, da kommen wir ran. Okay. Da muss ich auf jeden Fall nochmal zurücklaufen. Okay, ein Kyogre. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, mache ich hier jetzt gleich einen kurzen Cut und schaue, auf welchem Level das höchste Kyogre sein kann und wo die versteckten Items hier noch liegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, Level 6 ist das höchste Level und ich habe mir auch rausgesucht, wo genau die TMs oder die Items, hier noch zur, die wir hier noch zur Verfügung haben, liegen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass Starra Lily... Also ich habe halt Angst, dass irgendwie... Antikraft kommt. Deswegen wechsle ich hier tatsächlich raus in Sphinx. Okay, reicht sogar dann für ein Level Up für Sphinx. Okay, Grimasse kommt. Gut, das hätten wir mit Starra Lily auch nehmen können. Aber ja, Safety first. Ich will jetzt nicht, dass unsere Starra Lily hier direkt stirbt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. So. Das killt auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit haben wir quasi... Oh Gott, das ist ja nichts an Erfahrung. Das ist halt echt nichts. Okay, immerhin gute Werte für Nachtara. Gut, dann nehme ich euch noch mit, um die Items zu finden, weil da will ich, das sind halt noch ein paar und da will ich jetzt nicht jedes Mal einen Cut machen. Beziehungsweise sind wir da schneller voran, wenn ich keinen Cut mache. Und zwar das eine liegt hier. Ein Panzerfossil, das ist nicht euer Ernst. Oh Gott, eins liegt hier oben. Irgendwo. Oh nein, nicht den Baum, nicht den Baum. Hier, hier. Moment. Da, ein Spiritkern. Ja, geil. Können wir auch nicht gebrauchen. Dann haben wir eins noch hier unten. Glattbrocken. Was ist denn los? So viele Items und so viel Abfall.
Und dann haben wir eins noch hier drin. Heißorb, ja geil. Ganz kritisch alles. Und ja, dann haben wir da vorne eben noch das Item, was da normal rumliegt. Ja, geil. Ganz, ganz kritisch. Hat für ein halbes Level bei starker Lilly gereicht. Das ist jetzt nicht der Burner, sage ich mal. Aber ja, was wollen wir tun? So, hier. Ein Pokéball. Yo. Geile Items. Nicht. Und das mit der Kopfnuss war ja auch ein Reinfall. Oh Gott, das war so ein enttäuschender Wald. Okay, hier bekommen wir eine TM, glaube ich. Ja, von ihr? Ja. Okay, TM12 ist im Normalfall Verhöhner. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Glück. Bitte, 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 lass uns ein bisschen Glück haben. Beute. TMs. 12. Blitzkanone. Och, komm schon, das kann doch nicht euer Ernst sein. Eine 50er Genauigkeitsattacke, was wollen wir denn damit? Erstmal die Tür treffen. Okay, aber hier haben wir auch noch ein verstecktes Item. Ja komm, kämpfen wir erstmal gegen den. Erstmal gegen den kämpfen. Hatten jetzt ja schon lange keinen normalen Trainer mehr, sag ich mal. So, vier Pokémon. Ui. Nidoran. Oh Gott. Level 7. Okay. Vergifte uns bitte nicht schon wieder. Bitte nicht. Flügelschlag, wie viel macht das? Ist ein Two-Hit. Rutenschlag. Okay, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass wir einen Rutenschlag drin haben. Ganz wichtig. Bitte keine Vergiftung. Das war ein Crit. Und wir kriegen jetzt die Vergiftung. Das ist nicht euer Ernst. Oh, warum? Er hätte der Erste nicht schon critten können. Oh, immerhin Level Up, aber trotzdem. Oh, das gefällt mir nicht. Ja, wird durch Gift verletzt. Weil ich will hier halt eigentlich starre Heatran schon wieder. Oh Gott. Heatran schon wieder. Es hat Antikraft auf jeden Fall. Das wissen wir. Ja. Nachtara, wie viel machst du denn? Wie viel machst du, Nachtara? Antikraft. Bitte keine Boosts. Bloß keine Boosts. Oh Gott, 5 KP macht das sogar schon. Und wie viel machen wir ihm? Wie viel machen. Oh Gott, das ist nichts. Das ist nichts. Okay. Okay. Wir gehen in Hypno raus und setzen Aussetzer ein. Ich habe jetzt echt keine Lust drauf, dass er hier die Boosts bekommt mit der blöden Antikraft. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja, Silberblick. Oh Gott. Natürlich setzt er jetzt Silberblick ein. Jetzt kommt natürlich der Silberblick. Okay, wie viel macht Konfusion? Oh Gott, das macht halt auch nichts. Nochmal Silberblick. Okay. Glaub nicht, dass er eine physische Attacke hat. Selbst wenn, ich glaube auch nicht, dass sie nach zweimal Silberblick uns killen sollte. Wir sind halt 7 Level höher. Okay. Antikraft. Ich glaube tatsächlich, jetzt will ich den Aussetzer nicht mehr ein. Jetzt bekommt er natürlich die Boosts. Aber jetzt will ich den Aussetzer nicht einsetzen. Ja, wobei. Doch. Doch, will ich schon. Wenn er dann nur Silberblick hat, ist okay. Ich hatte halt gerade Angst, dass er dann wieder Verzweifler einsetzt, aber natürlich kann er das nicht, wenn er Silberblick einsetzen muss. Ja gut, jetzt muss ich bloß hoffen, dass er keine physische Attacke hat, weil er plus 1 Angriff. Okay, hat er anscheinend nicht. Und wir minus 2 Verteidigung, das hat er ganz schön viel Schaden gemacht. Okay. Ja, erstmal Gefahr gebannt, aber Hypno muss jetzt auch raus. Hypno müsste mittlerweile minus 3 Verteidigung sein. Das können wir auf keinen Fall drin lassen. Venusliebes, okay, das hat wahrscheinlich Biss. Aber hier wäre halt Staralili so gut zum Leveln. Ja, okay, den kann Fukano mal machen. Wir müssen aber echt aufpassen auf dem Weg nach oben jetzt, dass wir nicht zu vielen Trainern über den Weg laufen, bevor wir beim Pokémon Center waren. Weil ich möchte erst heilen gehen. Ja, es hat den Biss. Dachte ich mir. Das dachte ich mir.
So, Crit, okay. Okay. Damit haben wir ein Level Up auf Fukano. So. Und ein Riolu noch. Das kann Konter. Das kann Konter. Aber hier können wir einfach mit Riolu drin bleiben, weil die Erfahrung aufzuteilen lohnt sich jetzt auch nicht. Und wir one-hitten das einfach. Gut. Gut. Potzblitz, ja. Denke ich mir auch. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir. Okay. Dem will ich. Der wird nicht so weit reinlaufen, oder? Oh, verdammt. Okay, vor Paras können wir fliehen. Vor Paras können wir fliehen. Ja. Okay. Ja, das Item liegt, glaube ich, oben rechts an dem Baum. Der hat Verfolgung, glaube ich. Oder kann Verfolgung haben, aber wir müssen schneller sein. Bei Zwirfens ist es nicht das schnellste Pokémon. Ja, sehr gut. Weil es war, glaube ich, riskanter, wenn wir jetzt einfach drin geblieben wären. Oh Gott, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Na komm, Lyra. Go, go, go. Ja, die Pokémon-Pension hilft uns eh nicht weiter. Bei unserer Challenge. Ja, okay, da den Wärter müssen wir wahrscheinlich besiegen. Weil es dunkel ist. Ich glaube, die wollen nur kämpfen, wenn es dunkel ist. Oh Gott, muss ich da jetzt mit rein und alles? Oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, Lyra. Ja, komm, weiter, bla bla bla. Ja, na komm. Rede. Rede, Mädel, rede. So, nein, nicht noch was vergessen. Ach, sie. Ja, okay, die Nummer, ja, toll. Die hilft uns nicht weiter. Die hilft uns ganz und gar nicht weiter, leider. So. Ja, ich gehe in die Stadt, genau. Okay. Ach so, ja. Nur weil wir auch ein Pokémon-Trainer sind, natürlich. Hatte nichts anderes zu bedeuten. Nein, nicht der Opa auch noch. Nein, ich will die nicht. Ich will eure Telefonnummer nicht. Jetzt müllt mein Telefonbuch nicht so zu. Oh Gott. Vor allem, warum den Leiter und die Leiterin? Warum beide? So, okay. Wenn wir hier. Okay, wir kommen an dem erstmal vorbei. Das heißt, wir gehen zum Pokémon Center. Und heilen unser starrer Lilly erstmal. So. Aber Zwirfenst haben wir ja gesehen. Welchen Zwirfenst haben, ist die Sache. Muss ich mich in der nächsten, also bis zur nächsten Folge mal erkundigen, was es so für Attacken lernt, weil Zwirfenst hält halt echt viel aus. Ja, Okay, da ist noch ein Item. Da ist noch ein Item. Zwirfens. Level 12 wäre es auch schon. Das ist gar nicht mal so niedrig. Das wäre echt nicht so bad. Muss ich mir Gedanken drüber machen, aber ich will halt auch nicht so ein großes Team eigentlich haben. Bunstige hätten wir halt auch, um Geistattacken zu verstärken. Weil weiß ich gar nicht, ob es so die krassen Geistattacken lernt. Ja, Zwirfens ist eigentlich eher so ein Pokémon, dem man halt viele TMs beibringt. Ja, ich muss schauen, was es von selbst lernen kann. Aus. Oh Gott, Aussetzer. Also, die TMs und die Items sind halt alle komplett nutzlos. Puh, schwierig. Ganz schwierig. Damit haben wir gar kein Glück. Das ist schade. Das macht es halt sehr viel schwieriger alles. Den will ich noch nicht besiegen. Ich will auf jeden Fall hier den Typ hier besiegen, weil es gerade halt dunkel ist. So, ja, was mache ich bloß? Ich besieg dich jetzt, alter Mann. Ein Pokémon, der Dancer, ein Porenta, okay. Level 17. Okay, Porenta Level 17. Staralili, da bleibst du mal nicht drin. Das machen wir mal schön mit Nachtara. Er sollte uns nichts können. Zornklinge hat er wahrscheinlich. Ja, Zornklinge. Okay, Zornklinge geht daneben. Gut. Dann halt nicht Porenta, wenn du keine Lust hast. Porenta gibt halt auch nicht viel XP. Das wäre mir lieber gewesen, wenn das
schön starkes Pokémon gewesen wäre. Oh, die erste hat schon so viel gemacht. Ja, gut, dass die andere daneben ging. So, weg mit dir. Gut, damit ist Starra Lily auf Level 12 schon mal. Ich will es halt schnellstmöglich entwickeln. Ich glaube, es lernt bei der Entwicklung schon Bedroher. Also seine Fähigkeit Bedroher dann. Und es macht es dann halt deutlich besser. Und vor allem ist dann halt auch entwickelt. Gut, besiegen wir den hier noch. Zwei Pokémon. Habitak. Ein Habitak. Soll ich das mit Starra Lily machen? Also sein Schnabel wird halt super viel Schaden machen. Aber der wird uns nicht killen. Vielleicht Furienschlag könnte uns eventuell killen. Schnabel killt uns aber nicht. Ja, macht aber trotzdem gut Schaden. Aber wir besiegen ihn jetzt einfach. Und beim zweiten Pokémon können wir ja rauswechseln. So. Polypurba. Oh. Oh, bin ich greedy? Ich glaube, ich bin greedy. Tackle, es ist schneller, das ist schlecht. Ui, wäre das ein Crit gewesen, wären wir tot. Okay, wir müssen definitiv rauswechseln. Wir müssen definitiv rauswechseln, das schafft unser Starra Lily nicht. Ja, okay, ist halt auch eine Evoli-Entwicklung. Aber trotzdem, ich dachte, es wäre ein Two-Hit. Und ich habe eigentlich auch fast damit gerechnet, nee, dass wir schneller sind nicht, aber trotzdem. Guten Schlag hat es noch, okay. Routenschlag kann es noch. Die Glut sollte aber reichen. Ja, die Glut reicht auf jeden Fall. Sehr gut. Das gibt aber nochmal echt gute XP für unser Starra Lily. Gut, aber die Werte sind Doppelteam. Doppelteam finde ich eigentlich gar nicht so bad, muss ich sagen. Besser als Heuler auf jeden Fall. Hm, vielleicht kommen wir irgendwann mal in eine Situation, wo wir Doppelteam einsetzen müssen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Finde ich eigentlich ganz interessant. Kann ich mir im Hinterkopf behalten. Nein, ich will deine Telefonnummer nicht auch noch. Nein. 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 Nope, ich will aber das Item hier hinten. Mosaikbrief, das ist nicht euer Ernst. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich solche nutzlosen Items nur bekomme. So, dann machen wir den halt noch kurz platt. Artisan, Ninja-Turm. Okay, gefährlich. Aber Ninja-Turm ist langsam. Wir sind schneller und wir haben eine sehr effektive Attacke. Das heißt, es ist besiegt. Weil es hat ja nur ein KP. Gut, wie viel XP? Okay, das gibt auch ganz okay XP. Da Level 14, das ist doch schon mal gut. Level 14 ist gut. Magnetilo, da wollen wir auf jeden Fall rausgehen. Da wollen wir auf jeden Fall raus. Dann nehmen wir einen Vulcano. Wobei, wenn es... Es hat Ultraschall. Es hat hundertprozentig Ultraschall. Wie viel macht Donnerschock? Donnerschock wird es auch haben. Metallsound. Oh nein. Oh, jetzt habe ich echt Angst vor einem Donnerschock. Wie viel macht die Glut? Okay, wir sind immerhin schon mal schneller. Killt die Glut? Okay, die Glut killt. Sehr gut. Dann alles richtig gemacht. Oh, das ist hier gar nicht so unriskant, was ich die ganze Zeit mache. Aber ja. Ja, trotzdem wäre cool, wenn ihr ein paar Pokémon hättet, die noch mehr XP geben. Okay, da haben wir unsere erste Entwicklung in diesem Projekt. Wird halt auch nicht so viel ergeben. Aber immerhin ein paar. Staravia. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, damit ist der schon mal deutlich stärker als vorher. Lernt er noch eine Attacke? Nee, leider nicht. Leider nicht. Dann haben wir hier noch die eine Trainerin. Und oben vor der Stadt ist noch einer. Danach würde ich dann die Folge beenden. So, drei Pokémon. Aerodactyl, okay, das ist kein Job für Staravia. Und hat es Bedroher? Ja, es hat jetzt schon Bedroher. Sehr, sehr gut. Das ist gut, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ja komm, das darf unser Nachtara machen. Weil wahrscheinlich ein Flügelschlag oder ein Biss kommen wird. Brüller, oh nee. Nicht Brüller, dann wenigstens Hypno.
Das Problem ist halt, ich will halt nicht, dass Sengo reinkommt. Ich will nicht, dass Sengo. Wie viel macht die. Oh, super Schall. Ging daneben immerhin. Wie viel macht die Glut? Okay, es war ein Crit. Super Schall ging wieder daneben, okay. Burn vielleicht? Ne, leider nicht, okay. Grimasse. Ja, Grimasse ist völlig okay. Grimasse ist okay. Ich will halt bloß nicht, dass es mit Brüller zufällig unser Sengo reinholt. Das wäre ärgerlich, weil wir dann die XP auf Pokémon aufteilen, wo wir sie gar nicht gebrauchen können. Ja, trotzdem ärgerlich, dass es jetzt. Ja, okay. Pelipper, ja geil. Da können wir mit Fukano auch nicht drin bleiben. Der gibt aber immer ein bisschen mehr XP. Und zwar in unser Nachtara. Vielleicht reicht es bei Fukano ja auch. Ne, wobei, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber könnte sein, wenn wir ganz viel Glück haben. Oh, ein Crit. Okay, ich dachte schon, warum macht das so viel? So, Pelipper. Ist das überhaupt ein Two-Hit? Ja, es ist ein Two-Hit. Nassmacher. Okay, das ist fein für mich. Ist mir vollkommen egal. Ja, Stärke des Feuers wurde geschwächt. Ist okay. Gut. Und weg mit dir, Pelipper. Ja. Das passt. Ja, 210. Okay, reicht doch nicht. Okay, Illumise. Ja, Level 9 nur. Okay, da lohnt sich's nicht. Rauswechseln in Fukano. Höhe das Level ab. Das mache ich jetzt so einfach mit Nachtara noch. Gut. Na, wobei. 280 ist gar nicht so wenig für ein Level 9 Pokémon. Okay, gut. Jetzt haben wir oben noch den einen Trainer. Nein, ich will auch deine Telefonnummer nicht haben. Nein, nein, nein. Möchte ich nicht. So. Okay. Letzter Trainer für die Folge. Auf geht's. Mal sehen, was der hat. Mal sehen, was er hat. Wir drücken ihm auf jeden Fall erstmal einen Bedroher rein. Außer er hat einen neutralen Torso-Pokémon vorne. Scorgro, okay. Level 14 aber nur. Gut, das will ich den Bedroher auf jeden Fall drauf haben. Dann gehen wir aber auch hier wieder in Nachtara rein. Ich habe irgendwie Angst, dass der Nachthieb oder sowas kann. Deswegen will ich da ungern in Hypno oder Zornklinge. Härtner, oh nein, nicht Härtner. Das ist eklig. Das gefällt mir nicht. Wie viel machen wir jetzt nach dem Härtner noch? Okay, war ein Crit, ja. Nochmal Härtner, okay. Ja, solange nur Härtner ist, ist es okay. Vor allem jetzt ist er ja auch fast runter gedamaged worden. Gut. Gift-Hieb. Oha, der kann Gift-Hieb einfach schon. Das ist krass. Das ist krass. Killt es? Ja, es killt. Okay, sehr gut. Gut. Das war's dann für die heutige Folge. Da haben wir noch ein Level Up. Für Nachtara vielleicht auch noch, wenn wir Glück haben. Ah, leider nicht. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Würde mich über ein paar Kommentare freuen. Nein, wir wollen auch deine Nummer nicht haben. Ja, schreibt mir einfach was in die Kommentare und ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.